Demokratie. Wer braucht denn sowas? Anarchie ist angebracht. So. Und Monarchie und eine Scheiße. Straßen, Hafen. Lol, ich mach 330 auf. Steht hier grad. Ja, haben sie aber schon länger. Fußartillerie. Bayern hat voll die fette Armee bei okay, sich. Warte, so. Aber nur ein Einsterne-General. Dann sammle ich meine Armeen jetzt genau vor ihrem Dingens, ne? Ich stell die jetzt kurz vor Falonien hin. Ja, meine Frau Greich-Armee ist... Oh mein Gott, wie fett ist die denn? Ich kann die sehen, das sind 1, 2, 3, 10, das sind 15 Einheiten, oder? 16? Ja, die wird sogar noch aufgerüstet. Soll ich nochmal versuchen? Vor allem, da sind 2 Generäle dabei. Soll ich nochmal versuchen, Attentat? Obwohl, vielleicht wäre es auch schlauer, trotzdem Preußen hier dieses Klee anzugreifen. Das hat 2 Musketiere, ein Jäger, eine Sechswünder, eine Dragoner und ein General. Die würden wir viel leichter. Ja, dann sind wir aber beide mit Preußen am Arsch. Das stimmt auch wieder, deswegen würde ich es vielleicht. Und Holland hat nichts, also. Ich würde es lassen dann lieber. Ja, dann würde ich Holland kletten. Was kann er denn hier machen? Sabotage, Armee sabotieren, Attentat ausführen? 47% Wahrscheinlichkeit. Der Agent wurde bei der Erfüllung seiner geheimen Aufgaben entdeckt. Zwar gelang es ihm zu fliehen, jedoch erscheint ihre Nation nun in einem ungünstigen Licht. Na toll. Ja, das hatte ich auch ganz oft. Hat er ja ganz toll gemacht. Ich kann auch mal bei Holland spitzeln gehen. Ja, Holland kriegt Feuer aufs Maul. Also gucken wir mal seine Armee. Eine Linieninfanterie, eine Sechsfünder, ein leichter Dragoner, eine Generalstab und 1, 2, 3, 4, es sind mittlerweile 11 Milizen. In Holland? Das dürfen wir aber auch. Wir können das eigentlich locker schaffen. Wir die. Komm, ich habe alleine schon 15 Einheiten. Das dürfen. Die locker eine ganze Milizarmee. Selbst kletten. Mit Verlusten schaffen wir das locker und dann können wir reinforcen. Vor allem, du kannst ja jetzt schon mal die Belagerung anfangen und ich stoß dann ja, dazu. Kapitulieren sie ja auch freiwillig. Arbeiter streiken in Flandern. Bitter. Aber du weißt, dass meine Armee total klein ist im Gegensatz zu ihren. Die haben irgendwie 10 Einheiten mehr. Na okay, 5. Ja, komm, guck dir meine Armee an. Die ist ja hier voll schlecht und so. Naja, ich habe 3 Infanteristen. Provinz von Steuer befreien. Legion und 2 leichte Dragoner, 2 Sechsfünder. Großes Arsenal. Ach, das ist der. Ich baue mal ein großes Arsenal, damit wir ein bisschen. Mann, Soldaten. Ja. Ich könnte jetzt schon die nächste Armee schicken. Kannst du machen? Kann ich wirklich mehr. Okay, dann warten wir mal. Muss ich. So, jetzt kommt mein Handelsschiff auch an. Lol. Marseille habe ich noch gar nichts fast gebaut. Ach, ich kann ja jetzt nicht fahren, weil du noch am Rand bist. Ja, weil du noch am Zug bist, meine ich. So, ich stoß dann schon mal dazu. Gut. Ja, ich sehe es. Deine Armee kommt jetzt auch. Wie weit ich laufen kann. Oh, da steht eine Marine von Dänemark. Wo? Ups. Direkt vor unserer Nase. Ich seh's. Direkt vor meinem Hafen bei Flandern. Wo ist Flandern? Oh! Spanien hat meinen Handelsweg blockiert. Oh. Das fand ich jetzt nicht nett. So, mal gucken. Ich habe gerade eine Technologie erforscht. Jetzt aktivieren. Das war jetzt mies. So, ja, meine Armee, die kann, soll sie schon mal belagern? Deine muss dann ja. In diesen roten Bereich reingehen, ne? Von der Stadt. Ja. Ihre Streitkräfte. Du kommst mir zur Verstärkung, oder? Nee, kommst du mir nicht. Nein, du bist meine feindliche Streitkraft. Ehrlich? Ja. Okay. Da ziehe ich mich kurz zurück. Rückzug. Ach, du backst rum. Wieso? Ja, Nummer 4, Rückzug. Du musst auch rück... Obwohl, warte. Wähl nicht rück... Du kannst jetzt auch Rückzug wählen, dann ziehen wir uns aber beide zurück. Ich kann keinen Rückzug wählen. Was kannst du wählen? Nur Angriff oder Gefecht automatisch. Ja, ich hab gespeichert, zur Sicherheit. Dann drück Angriff.
Ach so, Gelegenheit zum Abfangen. Gut. Ach so, ich musste einfach nur dafür stimmen. Der hat jetzt 13 Milizregimenter und 3 Kanonen. Ich verstärke gleich meine Einheit. Okay. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich kann mal versuchen, den Art Dingens von ihnen zu töten. Den General, soll ich's machen? 50%. Ja. Ich hab mir schon mal eine weitere Linie. Ich hab ihn erwischt. Einheit. Gut, dann sind die Feuer am Arsch. Ich schicke jetzt meine Einheit los. Mach das. Oh, ich habe hier gleich ein großes Arsenal in Flandern. Ist das? Ab aus Schiffsjungs. Ah, ich kann gleich Liniengrenadiere und Voltigeure holen. Meine Armee kommt. Lol, Voltigeure sind ja geil. Da steht die Amerik-Dingens-Flotte. So, ich bin da. Okay. Ich gehe dann gleich schon mal in die Belagerung. Aber ich glaube, das geht jetzt gerade nicht, weil wir kein Bündnis haben. Dann verbünde dich doch mit mir. Ja, aber das geht ja nicht, weil ich sonst Bündnisse... Ich wäre dafür, dass du es auflöst. Irgendwann müsst du sowieso gegen sie kämpfen. Ja, Moment, dann muss ich gleich mal gucken. Also irgendwann müssen wir eh gegen die kämpfen, ne? Da ja. Ist es egal, ob du jetzt die nicht mehr magst. Aber das Gute ist, ich habe gesehen, wir können die jetzt auch, können die jetzt manuell führen. Die Gefechte. Ja. Beendest du deine Runde jetzt schon, oder? Markt. Oh, ich habe 2 Liniengrenadiere, das ist voll geil. Okay, das war's. Dann geht's los. Die Grenadiere sind die stärkste Nahkampfeinheit im Spiel, das weißt du hoffentlich. Ja. Da habe ich 2 Stück von. So, ich forsche gerade Trockenlegung schon mal. Ach, ich hab noch Verstärkung. Soll ich's machen? Ja, aber dann muss ich dich angreifen. Nein, musst du nicht. Doch. Die greifen eine Streitmacht der Briten an. Okay, ich aktiviere Rückzug. Okay, das wird auf jeden Fall Zeit, dass wir... Verbünden. Auf jeden Fall. Oh, mach wieder Kann Rückzug ich nicht. Mit der... Nein, ich habe mich eben zurückgezogen. Ich kann nur noch. Ja, aber das ist eine andere. Ja, die mit der habe ich mich eben von der Stadt zurückgezogen. Ich kann nur kämpfen. Hä? Sie verteidigen sich gegen ein Herr der Niederländer. Okay, Angriff. Irisch. Ach so, ich spiele die Niederländer. Warum das? Weil ich als KI spiele. Ach, du hast als KI spielen, Ack. Ach, dann spielen wir immer gegeneinander. Na, ja, es geht. Es wäre besser, wenn wir zu zweit gegen die KI spielen würden. Ja, aber komm. Also wir spielen dann immer so, wie wir immer spielen würden, würde ich sagen. Wie jetzt? Pff, keine Ahnung. Also entweder lass ich dich gewinnen oder wir machen ein richtiges Gefecht. Das ist mir egal. Tu, was du willst. Schlacht von Rotterdam. Okay, ich bin dann, wenn du willst, können wir kämpfen. Okay, ich spiele hier die 13.000 Miliz-Infanterie-Regimenter. Das Problem ist, dass ich später Verstärkung erhalten werde. Das passt schon. Ja, für dich. Ja, nee, das passt auch schon für dich, weil so spät ist das nicht. Das ist 30 Sekunden nach dem Spielstart. Ich habe keine Ahnung, wer mein General ist. Ich weiß nur, dass ich meine Miliz übel abrushen werde. Ja, Junge. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Du bist ja auch wenn es Milizen sind, die sind einfach von der Masse zu heftig für mich. Ich weiß es nicht. Ganz im Ernst. Ich versuche einfach gegenzuhalten. Okay, los geht's. So, deine Briten legen los. Wo kommen sie denn? Lol, du stehst direkt vor mir. Ich sehe gar nicht, wo meine Britskis kommen. Die sind direkt vor meiner Armee. Ja,
Nein, die Verstärkung meinte ich jetzt. Ja, die kommen erst. Ja, die kommen schon. Kleines bisschen später. Junge, wie du abgehst mit deiner fetten Arti. Ich bin schon erwischt. Du hast schon von jeder Miliz einen abgezogen. Noch. Ich finde, das ist zu wenig. Bist du auf meine Arti? Heißt wohl, ich muss mit der Miliz in Charge gehen, wa? Ach, das würde ich dir nicht empfehlen. Ach. Alter. Alter. Das hat meiner Miliz gerade 15 Mann weggezogen. Deine eine Artillerie sieht aber nicht mehr gerade so schön aus. Die sind alle noch heil. Sah die gerade nicht so gut aus. Ja, das stimmt. Hast du schon Sperrfeuer? Gut, weil ich... Es kommt mir immer so vor, als wenn du Sperrfeuer anhast. Oh, der war schön. Alter, schießt du schlecht. Hast keinen einzigen gekillt. What the fuck? Jetzt gibt's auch Fressbett. Ach, da kommt meine Verstärkung. Da hinten. Lol, das hat meine Artillerie fast erwischt. Das ist ja geil, wenn die vor den Kugeln von dir wegspringen, ne? Ach, da schießen sie in den Boden, na toll. Ab, dann aufprotzen, meine Jungs. Oh. So, jetzt schießt meine Arti. Passt schon. Dafür, dass ich noch volle Mannzahl hab? Ja, meine eine Miliz hat schon ziemlich viel verloren. Da hast du allerdings recht. Naja, 8 Mann. Meine Kanonen treffen aber irgendwie auch nichts. Vor allem, weil die immer abprallen. Ich habe eine wunderschöne Idee. Ich weiß nicht, wo deine Arti hinschießt. Ich verstehe es gerade auch nicht. Die hat schon einen Treffer gelandet, das gefällt mir aber nicht. Ja, meine Verstärkung kommt langsam. Wo ich darüber auch nicht so froh bin. Vor allem, weil das auch nur Milizen sind. Warum ist bei meiner einen Arti die Moral voll im Arsch?